Ein Falsche bisschen Willen, viel. ne? Mega. Super, Wie wunderbar. geht's dir? Gut, Wunderwerk der Technik. Immer wieder aufregend, ne? Dass das hier alles so steht, aber es klappt. Sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht's auch gut, danke. Sehr Also, gut. was ich cool finde, auch dass im Moment hier so Sommer ist. Ja, ne? Herrlich. Ja, dieses Jahr ein schönen Frühling. Letztes Jahr war ja katastrophal und das war ja nur Regen letztes Jahr. Ja, Gut, gut, obwohl ich. inzwischen können wir wieder ein bisschen Regen brauchen, aber trotzdem. Ja, Hamburg haben wir auch den Sommerregen. Jetzt Sonne gibt es natürlich ja nicht, aber der Regen ist wärmer Okay. geworden. Wo bist du denn jetzt gerade? In Berlin oder wo darf Hamburg. ich bin? Haben gerade in Was? In Hamburg. Hamburg. In Hamburg, Okay, ja. okay. Gut. Genau. Wir wollen über dein neues Buch sprechen. Ich halte es mal hier fett in die Kamera. Genau. Das heißt, die neue Dimension der Liebe So ist es. mit dem anschließenden Untertitel, wie wir uns in Beziehungen wahrhaftig berühren, zutiefst verbinden und gemeinsam wachsen. Genau. Wow. Ja, dann bin ich mal jetzt auch sehr gespannt, mit dir darüber zu reden. Du selbst bist ja auch einen Weg gegangen, ne? Christian, du schreibst ja nicht nur aus der Theorie als Psychologe, oder? Ja, genau. Du. Ja, ich war ja auch in der einen oder anderen toxischen Beziehung, wie ich heute sagen würde. Einmal hatte ich schon eine in meiner Studienzeit, da gab es da quasi noch gar kein Wissen drüber, so in den 90ern. Da dachte ich schon, Gott, was ist mit mir los? Und habe da die Unibibliothek durchwühlt und dann hatte ich eine lange Beziehung mit der Mutter meiner Kinder und danach hat es auch noch mal ordentlich gescheppert und habe mich dann auf den Weg gemacht. Ja, auch über deine Arbeit mal gestolpert, war auch mal bei dir auf dem Seminar, habe mich selber schlau gemacht und dann genau mein Programm entwickelt und dann auch so die verschiedenen Steps gegangen, ne, wo der und diese Steps versuche ich halt in dem Buch mal nachzuvollziehen, welche Schritte geht man eigentlich so in der Bewusstwerdung, ob man das jetzt psychologisch oder spirituell sieht, und habe versucht, also Meilensteine zu definieren, ne, wobei zum Beispiel der erste Meilenstein wäre: Ups, ich bin irgendwie Opfer geworden in der Beziehung. Ne? Ich bin gerade so richtig unter die Räder gekommen, aber da bleibt die Reise halt nicht stehen. Ne? Viele denken ja, Pech gehabt und nächstes Mal läuft es anders, aber dann stellt man halt irgendwann fest, man hat irgendwie so ein Muster und man stellt eben auch fest, ups, vielleicht war ich in irgendeiner Beziehung auch mal eher auf der Täterseite, sag ich mal, ne? Und habe das gar nicht gesehen. Und ich habe versucht, so diesen Entwicklungsweg, also diese Meilensteine, die man da durchläuft, ja, mal nachzuvollziehen. Und also mein Anliegen ist heute halt immer mehr zu sagen, wir müssen rauskommen aus dieser Täter-Opfer-Spirale. Also ich sage gar nicht mehr so aus einer Position, sondern wir müssen eigentlich, wenn wir eine echte Liebe finden wollen, so beide Positionen hinter uns lassen und darüber hinausgehen quasi, ne? Genau. Genau, also du schreibst ja sowieso, also zwei Sachen möchte ich dazu anmerken. Das eine ist, so wie du es formulierst, sagst du ja, es gibt sowas wie einen Weg oder so Phasen, die so ein bisschen allgemeingültig sind, die viele durchlaufen, wenn sie sich weiterentwickeln. Also wenn sie aus dieser Nummer rauskommen, Ja. ich suche mir immer den oder die Falschen und ich verstricke mich immer wieder in unglückliche Beziehungen. Also wenn die es schaffen, sich da rauszuentwickeln, dann sind diese Wege relativ ähnlich. Und du versuchst Ja. diesen Weg im Grunde zu formulieren, Ja. richtig? Genau, ist Und ja das auch Zweite, genau. Entschuldigung, ganz kurz, das Zweite, was du ja sagst, das hast du ja eben schon angedeutet, und ich würde gerne auf beide Aspekte gerne eingehen, sowohl auf diesen Weg als auch auf den zweiten Aspekt. Und du hast ja viele Aspekte in deinem Buch, also es gibt ja viele, aber wir müssen jetzt hier ja uns ein bisschen auch fokussieren in dem Gespräch. Täter, Opfer, Opfer, Täter. Und dazu bringst du auch viel auf deinen YouTube-Kanälen und auch in anderen Büchern, dass du sagst, die scheinbaren Opfer oder die sich unheimlich selbst als Opfer empfinden, sind ja auch oft Täter. Also ich habe hier mal ein Zitat aus deinem, hier aus deinem, ist ein Buch, ist extrem, da schreibst du, extrem narzisstische Menschen sehen sich als die größten Opfer der Welt. Ja, genau. Kennst du bestimmt noch aus deiner Arbeit, ne? Ja, es ist mir, das ist mir erst
erst gar nicht so aufgefallen, so als wenn ich mal, was weiß ich, vor 7, 8 Jahren, wenn ich mal irgendwo unterwegs war und habe jemanden gedatet und der hat gesagt, ich war mit Narzissten zusammen, ganz schlimm, ich habe das immer geglaubt, dachte mir immer, ja, dann bist du jetzt bestimmt so der co-abhängige Part. Und irgendwann ist mir aufgefallen, dass gerade die Menschen, die besonders laut schreien, ne, überall Narzissten, ganz böse, ganz schlimm, mein Ex, und ja, dass die doch überraschend, wo man so denkt, wenn man die kennenlernt, dass die doch überraschend selber kantig sind und eckig sind und vielleicht doch, ja, vielleicht eher auf der Täterseite, also Täter ist ja auch so ein großes Wort, ne, eher auf der Tua-Seite waren, also eher Sachen gemacht haben und dann versuchen, den anderen abzuwerten und in eine Ecke zu stellen, so, ne, nee, der war blöd, der war ein Narzisst. Und ja, und das sind, glaube ich, so, ich habe auch versucht, in meinem Kurssystem das so ein bisschen nachzubilden, dass man erst hat man halt diese Sache mit Liebeskummer, ich will mein Beuteschema erkennen. Und dann, wenn Menschen halt andere Menschen daten, nicht mal die gleichen, die sie vorher gedatet haben, dann merken sie auf einmal, da kommt ja auch deine Arbeit stark mit rein, oh, ich habe ein Bindungsangstthema, habe ich vorher gar nicht gemerkt, ne? Wenn ich immer Menschen date, die noch bindungsängstlicher sind, sage ich mal, ne? Dann fällt das ja erstmal gar nicht auf. Aber wenn ich dann in stabilere Beziehungen komme, dann ist mir auf einmal zu langweilig oder dann will ich doch wieder zurück in die toxischen Beziehungen. Und ja, und dann fange ich vielleicht selber an, meinen Partner zu blockieren und Mauer zu bauen und mache dann vielleicht irgendwas, was ich gedacht habe, das macht immer nur der andere, ich kann das gar nicht, ne? Und dann, das ist halt auch so einer von diesen Meilensteinen zu sehen, boah, ich kann ja auch derjenige in einer Beziehung sein, wo der andere dann drunter leidet, ne? Das geht ja auch, ne? Ist ja spannend, ne? Dann ist es ja wohl doch nicht so schwarz-weiß, sondern da gibt es ja wohl doch diese Pole beide in mir und die wollen vielleicht angeschaut werden, ne? Das finde ich halt ein ganz wichtiges genau. Step, ne? Dann, du hast ja so eine eigene Formulierung, also ich in meinen Büchern drücke es ja so raus, es gibt immer mehr die abhängige Seite und eher die unabhängige Seite. Und du formulierst das knapp und knackig und sagst, es gibt einen Minuspol und einen Pluspol. Genau. Erste Frage, würdest du sagen, das ist eigentlich mehr oder minder egal, ob es jetzt eine bindungsängstliche oder eine toxische Beziehung ist oder einfach nur eine schwierige Beziehung ist. Das ist meistens die Dynamik, also dass einer ein bisschen mehr abhängig ist und der andere der Unabhängige. Also in deinem Wording ist der Unabhängige ja der Minuspol. Also Minus, also so von wegen, der hat nicht so viel Gefühl, der fühlt sich, der ist eher so Minus. Und der Pluspol ist der Craving hat, ja, also sich so abhängig fühlt. Also würdest du sagen, das ist auch eine Frage, die ich mir nämlich selber stelle, ist das eigentlich fast immer so die grundlegende Dynamik, dass es so ein Machtgefälle gibt. So kann man es ja auch formulieren. Also würde ich schon sagen, man kann das natürlich aufziehen auf Bindungsstilen. Einer hat halt einen Vermeidungsbindungsstil, einer hat einen ängstlichen Bindungsstil. Man kann das an diesen Begriffen aufziehen, wobei ich dann sagen würde, ich glaube, du hast ja auch eine Unterscheidung. Es gibt Minuspole, die durchaus empathisch sind und die sehen auch, dass der andere das ziemlich gut damit geht und die wollen vielleicht auch helfen, aber haben trotzdem eben mehr Distanzwünsche und dann gibt es sicherlich Minuspole, die halt hoch manipulativ sind und dem anderen irgendwas vorspielen, was sie halt überhaupt nicht erfüllen wollen. Und ja, genau, unabhängig, ich würde sogar sagen, ja, so eine Pseudo-Unabhängigkeit, weil es gibt halt diese Pluspole, die sind häufig nach einem Menschen so abhängig und diese Minuspole sind häufig nach so einer Gruppe, die abhängig, ne, die brauchen halt auch ganz viel, aber von mehreren holen die sich das, ne, die haben dann so irgendwo ihre Aufmerksamkeitsstationen, dann haben sie hier noch jemanden, mit dem sie schreiben und hier jemand und. Also nochmal, ja, genau. Zum allgemeinen Verständnis, wenn du vom Minuspol redest und du sagst, also dann sagst du Menschen, die eher sich nicht wirklich auf eine nahe Beziehung einladen, also im weitesten Sinne sind das ja Menschen, die unter aktiver Bindungsangst leiden. Genau, so würde ich sagen, ja, genau. Da ist ja auch eine riesige Schnittmenge, weil auch Menschen, die jetzt narzisstische Strukturen haben oder aus anderen Gründen sehr, sehr schwierig sind miteinander, sind ja auch immer beziehungsschwierig. Es gibt ja kein Mensch normalerweise, das bewirkt sich ja auch immer auf die Beziehung aus. Ja, genau, die sind, also klar, die, meiner Ansicht nach sind ja auch sehr bindungsängstlich. Klar, kann natürlich, wenn du so ein Narzisst natürlich plötzlich abschießt, dann kann er natürlich auch sehr abhängig sein, ne? Oder plötzlich verlustängstlich werden. Klar, dahinter, das versuche ich auch mal ein bisschen rauszuarbeiten, dass ich denke, klar, es gibt Menschen, die haben vielleicht das Glück, dass sie bindungssicher sind und dann gibt es welche, die sind auf der einen Seite, auf der anderen Seite, man kann die Pole aber durchaus wechseln, so, ne? Man kann, je nachdem, was du für einen Partner datest, also wenn ich jetzt immer Bindungsängstler gedatet habe, aber jetzt date ich plötzlich jemand, der total abhängig ist, dann gehe ich vielleicht ins Minus, weil mir das alles viel zu viel ist, ne? Und dann merkt man vielleicht, dass es eben nicht so
festgetackert ist bei jedem, wie man denkt, ne? Also die Erfahrung machen zumindest meine Klienten viel so, dass sie merken, boah, wenn sie sich entwickeln, dann kommen sie in unterschiedliche Beziehungen und es gibt unterschiedliche Entwicklungsaufgaben, ne? Genau. Genau, also es kann ja auch kippen. Ich kann ja in der einen Beziehung kann ich eher derjenige sein, der flüchtet, in der anderen Beziehung bin ich Ja. mehr der, der hinterher rennt. Aber lass uns mal auf deine Dimensionen kommen. Und du Ja. sprichst ja tatsächlich in deinem Buch von Dimensionen. Also es gibt die 3D-Dimension, die 4D und die 5D-Dimension. Ich finde es übrigens gut verständlich geschrieben, dein Buch. Ich kann es Freut mich. sehr gut lesen. Allerdings würde ich es sonst auch nicht besprechen. Also ich bespreche ja öfter mal Bücher mit Autoren und Autorinnen und lobe die meistens. Also für, das sage ich jetzt mal auch für die Zuhörerinnen, die hier öfter mal reinschauen. Ansonsten will ich es nicht besprechen. Also, und deswegen gilt auch für dein Buch, ich finde es sehr gut lesbar, sehr gut Danke. verständlich geschrieben. Man kann gut einsteigen, sich gut mitnehmen lassen. Und ich finde es auch originell, in dem Sinne, dass du ja auch mal was Neues erzählst. Und nicht immer das, was sowieso überall steht, weil du redest von der dritten Dimension, der vierten und der fünften sogar. Und über Genau. die würde ich auch gerne mal mit dir sprechen. Ja. Fangen wir an mit 3D. Was ist Liebe in 3D? Ja, Liebe in 3D sind halt das, was wir die letzten wahrscheinlich Jahrtausende hatten, Täter-Opfer-Beziehungen, ne? Also in allen Schattierungen, man ist nicht frei, man geht, was weiß ich, Ehen ein, die nicht freiwillig sind, Ehen, die irgendwie geplant sind. Wenn man unsere Eltern, so Großeltern denkt, man kann sich nicht trennen, man kann nicht dies, man wird missbraucht, man ist selber Täter. Also diese ganze Geschichte von Täter-Opfer-Beziehungen bis heute zu den toxischen Beziehungen sind eigentlich 3D-Beziehungen. Und wenn man sich überlegt, was unterscheidet das von den Ebenen später, dann kann man sagen, dass dieses, also was ich jetzt mal versucht habe, so auszuarbeiten, ist dieses Ego sehr aktiv. Also diese Strukturen in uns, die ja relativ fest sind. Schutzstrategien, würde sie vielleicht sagen, wo man sich so abgrenzt oder versucht einfach zu gewinnen oder das meiste zu kriegen und das Beste für sich rauszuholen. Also dieser Überlebensinstinkt in uns sicherlich auch so, der ist da halt sehr aktiv, aber das hat eigentlich wenig mit Liebe zu tun. Also wenn wir das so im Film sehen, sagen sie zweimal, das ist Liebe, aber wenn man jemanden wirklich liebt, wie zum Beispiel ein Haustier oder so, dann will man ja das Beste von dem und will dem nicht eine reinkloppen oder will einen Rosenkrieg anzetteln. Das hat ja mit Liebe alles Aber auch nichts da zu kann tun, man so, ne? eifersüchtig sein, wenn das Haus hier so viel wedelt und noch mehr wedelt, weil jemand anderes Okay, jetzt hier rankommt, da bist du mehr dann kann man schon mal ein bisschen kleinlich reagieren. Das wäre dann auch 3D. drin. Ja, genau. Aber gut, das ja genau, ist ja alles relativ. Aber auf jeden Fall, wenn halt wenn ich so was will in diesen Beziehungen oder von jemand was will oder den manipuliere, dass er mir das gibt, was ich will, zum Beispiel, indem ich sage, ja, ich will eine Beziehung, will ich aber eigentlich gar nicht, nur damit ich jetzt Sex und Aufmerksamkeit kriege, das ist alles 3D sozusagen. Ne? Das, Aber genau. Manipulation ist ja auch ein Teil des Geschäfts. Wenn ich morgens sage, du Schatz, bitte komm zu mir, dann ist das auch manipuliert. Wir können ja gar nicht manipulieren. Also das ist ja nicht alles gleich schlecht. Nee, Deswegen würde ich nee. mal gerne anders fragen. Was verstehst du denn unter Ego? Was ist deine persönliche Definition von Ego? Und was wäre die Abgrenzung zu einem besseren Bewusstseinszustand? Ja, da muss ich jetzt mal so ein Mini, genau, wir haben uns ja, ist ja auch sehr spirituell, das Buch, wir haben ja gesagt, das lassen wir heute mal ein bisschen außen vor, muss aber so einen ganz kleinen Schlenker machen, dass ich, aus meiner Sicht ist das Ego, also ich denke ja, wir sind ja unsterbliche Seelen, die auf diesem Planeten gekommen sind und wenn wir dieses Ego nicht hätten, dann würden wir uns einfach von der letzten Klippe stürzen, weil wir von nichts Angst haben, sage ich mal so. Also das Ego ist dieser Teil in uns, der uns schützt, der dafür sorgt, dass wir unseren Körper stabil halten, unsere Psyche stabil halten und dass wir die Dinge bekommen, die wir brauchen zum Leben. Ne? Deswegen wird das Ego auch immer aktiver, je mehr sich der Mensch bedroht fühlt. Ne? Also wenn, was weiß ich, wenn jetzt eine Hungersnot ist und dann schmeißt man eben eine Menge Sachen über Bord und klaut vielleicht Lebensmittel und ich weiß nicht was, das ist alles diese Struktur, die ist auch nicht gut oder schlecht, die gehört zu uns dazu, zum Überleben so. Und in diesen 3D-Beziehungen ist diese Struktur halt sehr aktiv, weil auch wenn wir uns psychisch bedroht fühlen, weil uns zum Beispiel unser Partner verlassen will oder wenn wir uns psychisch bedroht fühlen, weil er uns
zu nahe kommt, auch dann, das ist so meine Definition, kommt das Ego ins Spiel und bringt diese ganzen Mauern, Schutzstrategien. Also, und mein Vergleich ist immer so, dass es wie so der Anführer von so einer Motorradgang, ne? Der kommt dann raus und sagt, hey, was willst du eigentlich so? Ne? So, jetzt geht's ja aber hier lang und habe ich, keine, hier gib mir mal Schutzgeld und was weiß ich. Also er gibt, das Ego ist halt nicht zimperlich, also es ist nicht böse per se, aber es ist halt nicht zimperlich und versucht einfach das meiste für sich rauszuholen und nutzt dann eben diese 3D-Mechanismen, ja, wie so eine Schutzgeldmafia, ne? Die dann sagt, ja, ich beschütze euch jetzt hier, aber ne, gib mir mal dein Geld und was weiß ich, wo es also nur um Austausch von. Da habe ich eine Frage, ja. Entschuldigung, dass ich hier unterbreche, da habe ich eine Verständnisfrage. Also in meinem Ansatz, um das einfach auch mal abzugrenzen, ja, geht ja jetzt von diesem inneren Schattenkind aus und das ist ja dieser Anteil, den wir auch verinnerlicht haben in unserem Bewusstsein, in unserem Gehirn, der alte Prägung und zwar schmerzhafte mitbekommen hat. Und dieses Schattenkind kann ja immer dazwischen funkeln in Beziehungen. Ja. Nun gibt es aber Menschen, die, ich sag mal, relativ wenig Schattenkind haben, die sehr in einer ganz guten, gesunden Balance sind, die vorwiegend positive Prägungen haben, aber auch die haben ja auch ein Ego. Also Ego hat ja eigentlich jeder von uns. Ja. Was ist deine, da hast du eine Abgrenzung zwischen dem, was ich als so das Schattenkind bezeichne und dem, was du als das Ego bezeichnest? Also es ist tatsächlich, gibt es einen sehr großen Überschnitt und ich denke auch, wir können das nicht loswerden. Und ich habe immer so dieses Bild von so einem Auto, wer fährt eigentlich? Ne? Also wenn das Ego fährt oder in deinen Worten das Schattenkind fährt, dann haben wir halt eine Menge Probleme. Ne? Aber wenn sozusagen unser freies, also wenn wir unsere, was du ja auch sagen würdest, unsere Baustellen abgearbeitet haben, unsere Traumen angeguckt haben und wir wirklich nicht mehr so gefangen sind von diesen Schattenkind-Themen, dann können wir das quasi so auf den Rücksitz setzen, sage ich das immer gerne. Dann ist es eben nicht mehr am Steuer, es ist noch da irgendwie. Man muss es vielleicht ab und zu mal beachten oder so, aber wir können wirklich mit den Gesamtkräften unserer Psyche und unserer Seele können wir halt nach vorne gucken und sind nicht immer verfangen in diesen Schattenkind-Themen so, ne? Oder Ego-Themen, wie ich sagen würde, ja. Genau. Also würdest du sagen, Schatten und Kind und in deinem Wording Ego hat doch eine hohe Schnittmenge. Sehr hoch, brauchen wir, glaube ich. Lohnt sich nicht, das jetzt so abzuhören, also ist wirklich sehr ähnlich. Einfach nur, ich habe halt einen anderen Weg gewählt, weil meine Arbeit natürlich auch spirituell fundiert ist. Ich habe versucht, so ein Gesamt Wording zu finden, was da mit beiden übereinstimmt und habe es aber auch versucht, dass es nicht so weit weggeht vom Psychologischen und ja, das ist sehr, sehr ähnlich, würde ich sagen, ja. Genau. Ja, das macht es für mich ein bisschen leichter, weil es gibt ja auch Menschen, die sich mit Psychologie nicht beschäftigen, die aber weitgehend ganz gute Prägungen mitbekommen haben und die einfach intakte Beziehungen führen, obwohl sie keins von unseren Büchern gelesen haben. Einfach so, ohne weitere Selbstreflexion, weil sie einfach das Glück hatten, dass sie relativ, also psychisch gesund aufgestellt sind. Mhm. Ich kenne viele Menschen, also wirklich viele, die ich auch dazu zähle, die zum Beispiel auch früh einen Partner gefunden haben und sogar früh geheiratet haben, bis heute ziemlich glücklich sind, natürlich mit gewissen Aufs und Abs. Also ich kenne nicht wenig Beziehungen, die glücklich sind, ohne dass sie sich mit Psychologie beschäftigt haben und mit diesen ganzen Konzepten, sondern einfach, weil sie das Glück hatten, mit einer ziemlich guten Beziehungsfähigkeit ausgestattet zu sein. Die gibt es ja auch. Muss ja nicht jeder da eine große Reise machen oder so. Ja, das ist auch vielleicht eine spirituelle Idee, die bei mir so ein bisschen eingebacken ist, dass ich sage, ja, das gibt es, das ist auch wunderbar. Aber wenn wir so zum Beispiel durch schwierige Erlebnisse durchgehen, das muss jetzt auch gar nicht in Beziehungen sein, das können auch Gesundheitsgeschichten sein oder im Arbeitsleben. Also wenn wir uns durch große Schwierigkeiten durchwühlen und wachsen daran und kommen vielleicht zu dem gleichen Punkt, den manche Menschen vielleicht vorher schon hatten, haben wir trotzdem was gewonnen. Also wir kriegen ein Geschenk vom Universum, in dem wir also diese Aufgabe gemeistert haben, bekommen wir irgendwas zurück, also eine neue Art von Unabhängigkeit oder eine neue Sicht auf die Welt. Deswegen, ich glaube, das ist, aber ich kann das jetzt nicht belegen, aber das ist wirklich mein Glaube, dass wir auch an diesen Schwierigkeiten, die das Leben uns bietet und die ja jeder hat, keiner geht ja glatt durch, sage ich mal, selbst wenn er im Beziehungsleben gut klarkommt, dass wir an diesen Aufgaben halt wachsen und uns weiterentwickeln und dass das auch letztlich der psychologische und spirituelle Weg ist, den wir ja machen. Und also es könnte, also das ist auch so eine positive Sicht von 3D, dass wir das auch
denke ich, wirklich gesucht haben, diese Erfahrung hier auf diesem Planeten, in diesen ganzen Schwierigkeiten, um auch, also je mehr Schwierigkeiten, je mehr Wachstum, das ist auch so eine Idee von 3D, so, ne? Ja. Also 3D bedeutet auf gut Deutsch, ich bin eigentlich noch in meinem alten System, in meinen Prägungen gefangen. Ich stecke in einer Beziehung fest oder bin irgendwie vielleicht auch verstrickt in eine Beziehung oder auch, ich habe überhaupt keine Beziehung, weil ich mich nicht traue, auf Beziehungen einzulassen, wenn nur kurz, und dann fliehe ich wieder und so weiter und so fort und bin eigentlich noch in diesem Problemmodus drin, und du zählst ja auch verschiedene Sachen da auf, die typisch sind für 3D-Probleme, ne? Wie zum Beispiel übermäßige Eifersucht, wie Manipulation, wie Angst vor Nähe und so weiter und so fort. Darauf will ich jetzt gar nicht mal so nah eingehen. Kann sich jeder so vorstellen. Das kennt ja jeder auch irgendwo, der hat es schon mal kennengelernt. Und dann sagst du was sehr Spannendes, und das hat mir sehr gut gefallen. Es gibt so etwas wie ein Vorbewusstsein. Das heißt, man kann ja eigentlich im Dämmerschlaf auch sein Leben verbringen. Ich, was weiß ich, in einer mäßig funktionierenden Ehe. Also, was weiß ich, ich konstruiere jetzt mal, die Frau hat seit Ewigkeiten ein Verhältnis, der Mann geht arbeiten, meint aber eigentlich, kommen wir ganz gut klar. Und ich sag mal, pennt so ein bisschen vor sich hin, also bewusstseinsmäßig. Und er müsste sich ja jetzt erstmal bewusst machen, ey, im Grunde genommen haben wir keine wirkliche Nähe, im so Grunde ist es. Genommen Genau. Hat meine Frau ein Verhältnis. Und diesen Punkt finde ich so spannend, weil ich den so wichtig finde, den der Wahrnehmung. Ne? Ich muss es ja erstmal wahrnehmen, also es muss wahr werden, und eben aufzuhören, Dinge zu verdrängen, beziehungsweise sich schön zu reden. Weil schön reden, idealisieren, beiseite schieben, verdrängen, sind ja immer die Abwehrmechanismen, um irgendwie in der Bindung zu bleiben. Ja, deswegen muss man auch gar nicht jetzt, man kann spirituell sehen, aber letztlich hat ja auch zum Beispiel Jung, den mögen wir ja, glaube ich, beide sehr, auch so einen psychologischen Entwicklungsweg beschrieben, einfach, dass man immer bewusster wird, also wen bewohne ich da eigentlich quasi und was für Themen gibt es, und der erste Meilenstein genau ist tatsächlich zu sehen, oh, da ist ein Problem, weil vor dem ersten Meilenstein, genau, bin ich in so einem Dämmerschlaf und nehme es gar nicht wahr, ne? Da ist gar nichts, mein Partner geht vielleicht fremd und ich gucke drüber hinweg oder ich sehe es gar nicht, und ist vielleicht, manchmal sieht man sich vielleicht auch zurück nach diesem Dämmerschlaf, sage ich mal, weil wenn man erstmal, ich sage immer, man kriegt das Huhn nicht wieder ins Ei rein, wenn man erstmal das Universum, das Bewusstsein sich erstmal ausgedehnt hat, kann man auch nicht zurück, ne? Du kommst in die Phase vorher nicht mehr rein, ne? Dann hast du so eine Erkenntnis gehabt und die kannst du auch nicht wieder zurückschrauben, und dann geht der Weg halt weiter, ne? Dann, genau, dann stellt man es fest und ja, macht sich auf den Weg. Ja, ne? Also der erste Schritt ist die Bewusstwerdung, dazu habe ich übrigens eine Anmerkung, weil ich meine, das habe ich jetzt in meinem neuen Buch auch, mache ich auch die Unterscheidung, nee, sogar auch schon in Beziehungsfähig habe ich das geschrieben, dass die Idealisierung, das Schönreden, sind die Abwehrmechanismen für Menschen, die unbedingt in der Bindung bleiben wollen. Du musst nicht da schön gehen und so weiter. Für Menschen, die eher im Minuspol sind, also die eher die Nähe Flüchter sind, die haben ja eine andere Abwehr. Die sind eher argwöhnisch, misstrauisch und abwertend. Ne? Weil die müssen sich den anderen ja immer auf Distanz halten. Das heißt, die im Minuspol auf der, wie du sagst, im Vorbewusstsein sind, bei denen geht es ja weniger darum, aufzuhören zu träumen und sich die Dinge schön zu reden, sondern sich selbst einzugestehen, dass das Problem, was sie immer wieder haben in Beziehungen, nämlich dass sie früher oder später sich entlieben und den anderen nicht mehr gut finden, dass es nicht daran liegt, dass sie nie den richtigen gefunden haben oder die richtige, sondern dass sie selbst einen riesen Abwehrfilm am Laufen haben. Genau. Oder sich das Ja, genau. Deswegen habe ich in dem Buch auch mal, also ich habe ja in meiner Arbeit oft, rede ich über diese toxischen Beziehungen, aber es gibt auf der anderen Seite eben auch diese langweiligen Beziehungen. Ne? Und was für den Pluspol vielleicht eine toxische Beziehung ist, ist für den Minuspol vielleicht häufig eine Beziehung, die, ja, wo ich Ambivalenz erlebe, ist mir zu eng, ist mir zu langweilig oder irgendwas passt nicht. Und genau, da gibt es eben da auch so einen Dämmerschlaf, weil ich mich nicht auf den Weg mache, diese Beziehung irgendwie spannender zu machen oder so zu gestalten, dass sie eben meinen Bedürfnissen entspricht. Und dazu muss ich genau, müssen ja beide Pole müssen eben ins Gespräch gehen, in einen echten, intimen
Kontakt gehen und nicht eben dieses einfach, ja, Hauptsache, das Essen steht auf dem Tisch und Hauptsache, wir wohnen unter einem Dach, sondern wir setzen uns wirklich auseinander. Und da kann es natürlich keinen Raum geben, wie zum Beispiel heimliche Affären. Das ist auf jeden Fall 3D, sondern wir müssen uns aufmachen und müssen uns sagen, du, das reicht mir nicht mehr, ich fühle mich, irgendwas müssen wir verändern, ich habe das Gefühl, ich verliebe mich in meine Tennislehrerin, ich muss die Sachen eben auf den Tisch packen, ne? Und das ist, denke ich, der Weg in diese höherwertigen Beziehungen, ne? Dass wir es eben nicht mehr so irgendwie rumwurschteln und sagen, machen doch alle, ne? Dann gehe ich eben fremd oder dann, was weiß ich, gehe ich eben nach 6 Monaten wieder so, ne, wie es ein Bindungsängstler vielleicht macht, sondern na, ich setze mich wirklich auseinander und gucke, wie wir beide jetzt hier oder meinetwegen auch, was weiß ich, also kann es ja auch neue Beziehungskonstrukte geben, wie wir da weitermachen. Ne? Genau. Also ich halte fest, der erste Schritt, mir eigentlich die Realität meiner Beziehung eingestehen, beziehungsweise wenn ich Single bin, mir vielleicht auch die Realität meiner Konstrukte, wie ich mir das konstruiere, dass ich Single bin, eingestehen. Also Absolut, der, ja. Der erste Punkt ist immer unbedingt die Bewusstsein, so. Ja. Die Bewusstwerdung. Ja, ich glaube, du hast gerade was ganz Wichtiges gesagt, dass also, das ist auch, also 3D ist eben auch dieses permanente Opferdenken, ne? So immer, die anderen sind schuld, Tinder, die Dating-App ist schuld, also Richtung 5D bedeutet wirklich übernehmen volle Verantwortung für meinen eigenen Weg. Ich kann nicht mehr einfach sagen, es sind immer die anderen, dass ich ewig Single bin. Ne? Das ist nämlich ein super Punkt. Ich kann nicht immer sagen, das sind die bösen Dating-Apps, sondern ich mache wahrscheinlich irgendwas, dass ich nie jemanden finde. Ne? Und was kann das sein? Ne? Also ich übernehme für mich Verantwortung und gebe nicht immer die anderen die Schuld. Das ist, glaube ich, der Weg tatsächlich. Ne? Ja. Hast du eigentlich einen Tipp, wie man sich bewusster werden kann? Das ist ein Tipp, also wie du sagst. Ja, gute Frage. Also indem man, also ich finde ja schön die Idee, dass also nichts zufällig ist. Ne? Also wenn ich immer wieder die gleichen Partner kriege, dann würde ich jetzt sagen, was will das Universum mir sagen? Ne? Was soll ich lernen und nicht immer sagen, es ist Zufall oder es ist, sondern was? Also ich kann davon ausgehen, das ist natürlich auch eine spirituelle Idee, dass alles, was mir über den Weg läuft, dass das irgendeinen Sinn hat für mich und mich herausfordert oder weiterbringen will und dann, ja, wirklich mal hingucken und, aber das ist natürlich, das ist wirklich eine sehr tiefe Frage, die du da gestellt hast, weil wie kann ich etwas sehen, wo ich einen blinden Fleck habe? Das ist wirklich eine ganz tiefe Frage, ne? Also in aller Tiefe kann ich die auch nicht beantworten, weil wahrscheinlich haben wir ja immer noch Sachen, die wir nicht sehen und wie kann man die sehen? Also ich glaube, ein guter Tipp wäre tatsächlich, wenn Menschen mir Feedback geben oder wenn Leute mit mir unglücklich sind oder wenn ich unglücklich bin, zu überlegen, könnte irgendwas sein an mir, was ich nicht sehe, so, ne? Weil es ist ja tatsächlich so, wenn wir einen Freund haben, eine Freundin haben, die ewig Single ist, ich glaube, da würden die meisten sagen, ja, ich weiß, woran es liegt, die macht ja immer dies oder das und geht nicht vor die Tür, aber man selber weiß es ja häufig das nicht, woran es liegt und die anderen sagen es einem auch häufig nicht, es sei denn, man geht in eine Gruppentherapie oder ich weiß es nicht so, ne? Dann kriegt man es vielleicht gesagt, aber sich wirklich auf diesen Weg zu machen, ich sage auch immer, das Ego ist da, wo der blinde Fleck ist. Das ist die Sache, die wir nicht sehen. So. Und da, also allein schon so eine Haltung zu haben, ich kenne nicht alles von mir, das ist, glaube ich, schon ein super Schritt. Ne? So, ja, was die Beziehung betrifft, würde ich den Tipp geben, man spürt es ja oft, ne? Man hat so das Gefühl, eigentlich lässt der andere sich gar nicht auf sich ein. Oder man hat so das Gefühl, eigentlich werde ich betrogen. Sich das eben nicht sofort schön zu reden, sondern mal dem auch mal einen Raum zu geben oder wirklich mal diesen negativen Sachen, die man immer so, also sich einfach mal, vielleicht einfach nur mal hinzusetzen, sich seine Beziehung mal anzugucken und sich zu überlegen, was passiert hier eigentlich wirklich? Also manchmal muss man ja auch nur innehalten und mal reflektieren, anstatt immer irgendwie sich zu beschäftigen und irgendwie davonzulaufen. Auch das kann ja schon sehr helfen, ne? Ja, und selbst wenn man das nicht macht, vielleicht mal auf den Körper achten. Ne? Also was ich von vielen meiner Klienten höre, also selbst wenn sie psychisch weggucken, meldet der Körper sich irgendwann, ne? Mit irgendwelchen Burnout, Erschöpfung, Entzündungen. Also vielleicht auch mal, Gott, wenn es mir körperlich immer schlechter geht in irgendeiner Dating-Situation oder einer Beziehung, was will der Körper mir sagen? Weil wenn wir der Seele nicht zuhören, dann geht es oft über den Körper auch. Ne? Das wär auch ein guter Schritt, denke ich. Aber ja, finde ich super, was du sagst, ja. Okay, so jetzt, ich werde mir bewusster, es ist klar, ich transformiere jetzt auch meine
meine scheinbare Opferrolle und gehe mehr in die eigene Verantwortung. Was ist jetzt die vierte Dimension der Liebe, Ja, Christian? also so ein Bild, was ich ganz schön finde, ist das von Fieber. Also ich kann ja irgendeine Erkrankung haben, irgendein Virus oder so und es bricht aber nicht richtig aus und das wäre so dieses Bild von diesem Dämmerschlaf, ne? Also da ist irgendwas in meinem Körper, was aber nicht ausbricht quasi. Und 5D wäre dann quasi, das Ganze ist geheilt so, ne? Was kommt dazwischen? Dazwischen kommt Fieber. Und also das Fieber wäre so eine Metapher für 4D. Das ist so diese turbulente Phase, wo ich sozusagen bewusst werde, da ist irgendwas. Ich setze mich damit auseinander. Und ich komme aus diesem Dämmerschlaf raus, aber das, oder ein anderes schönes Bild ist auch von Fliegen. Also wenn das Flugzeug auf dem Boden ist, ist es sehr ruhig. Wenn es ganz oben in 12 Kilometer Höhe ist, ist es auch sehr ruhig. Aber dazwischen sind Wolken, Turbulenzen. Also diese vierte Dimension ist eigentlich diese Übergangsphase, wo ich versuche, dieses Ego hinter mir zu lassen und diese echten 5D-Beziehungen zu kommen, wo, glaube ich, die wenigsten Menschen sind. Und ich glaube, dass wir damit gerade persönlich, aber auch gesellschaftlich beschäftigt sind. Und diese vierte Dimension ist halt eine Übergangsdimension, wo es so richtig kracht und scheppert an allen Ecken und Enden. Und das, meine ich, können wir auch gut sehen, sowohl im privaten Rahmen als auch im gesellschaftlichen Rahmen. Ne? Das ist mir jetzt noch zu abstrakt, Christian. Kannst du das so ein bisschen konkretisieren? Was passiert, was muss ich machen in, also was ist meine Arbeit in 4D? Ja. Also worum geht es da konkret? Also nehmen wir mal an, wir hatten ja eben den Fall, ich bin in so einer Schlafbeziehung, sage ich mal, bin vielleicht ein bisschen co-abhängig und ja, weiß ich nicht, meine Bedürfnisse werden überhaupt nicht befriedigt, mein Mann macht, was er will, meine Kinder machen, was sie wollen, meine Freunde machen, was sie wollen. So, jetzt mache ich so einen Bewusstseinsschritt und stelle fest, boah, das Leben läuft überhaupt nicht, also läuft überhaupt nicht so, wie ich es will, meine Bedürfnisse werden nicht befriedigt. So, jetzt kann ich ja nicht sofort sagen, so, das sind meine Bedürfnisse, könnt ihr die bitte befriedigen? Und dann sagen alle, hey, prima, schön, dass du aufgewacht bist, klar, machen wir gerne, sondern man geht durch eine chaotische Phase durch, wo alle genervt sind von einem. So ist es ja typisch, ne? Wenn ich jetzt co-abhängig bin und ich habe nur Leute, die irgendwas aus mir rausziehen, sind alle unzufrieden. Mein Mann ist unzufrieden, meine Kinder sind unzufrieden, meine Freunde sind unzufrieden, weil ich nicht mehr so bequem bin. Ne? Ich gehe vielleicht raus aus der Beziehung, alle sind genervt irgendwie. Ich weiß dann nicht, wie es weitergeht. Also da kommt so eine turbulente Phase, bis ich quasi, also das kann auch durch weitere Beziehungen gehen, dann denke ich vielleicht, ich habe es aufgelöst, komme wieder in eine Beziehung, merke, bin wieder, scheiße, wieder co-abhängig, ne? Muss ich immer noch tiefer gucken, mache ich nochmal Kurse oder nochmal, geht zu Steffi Stahl oder ich weiß nicht was. Dann mache ich wieder einen Schritt und bis diese ganzen Strukturen, diese leidvollen, sagen wir mal, Schattenkindstrukturen aufgelöst sind und dieser Kampf damit manchmal auch und dieser Frust damit, ne, das ist, würde ich für den nennen, so, ne? Ja, sehr unruhig und manchmal denkt man, wo hat man überhaupt angefangen, wo geht denn das überhaupt hin? Ja, ist eine sehr. Also man könnte auch, was ich auch ein schönes Bild finde, ist Kolumbus, der ist in Spanien, denkt sich, oh nee, ich will jetzt mal was Neues entdecken hier, ne? Fährt los und wenn er mitten auf dem Ozean ist, der weiß nicht, ob er jemals überhaupt irgendwo ankommt, ne? Weil der ist auf dem Ozean, auf dem Atlantik, die Wellen stürmen, der Wind ist und er weiß nicht, wann er ankommt, ob er ankommt, ob er auf der Erde hinten runterfällt, aber er fährt trotzdem weiter, bis er halt, ja, ein neues Land entdeckt hat quasi. Ne? Das finde ich auch ein sehr schönes Bild. Ne? Ja. Du lässt ja von Schatten loswerden, also dass man ja innerlich in die Selbsterkenntnis geht und in die persönliche Weiterentwicklung. Was ist denn da für dich so ein ganz, ganz wichtiges Tool oder so eine ganz wichtige Methode oder wie soll ich das ausdrücken? Also du bist ja Psychologe, Psychotherapeut. Wie arbeitest du denn in dieser Phase mit Klienten? Ja, typischerweise kommen die ja, ich bin ja jetzt der Experte für toxische Beziehungen, das heißt, die jetzt zu mir kommen, die hängen natürlich also im fetten Liebeskummer fest und das heißt, die haben sich eigentlich diese Phase 1 haben sie durchlaufen, dass sie feststellen, irgendwas hat da überhaupt nicht hingehauen und jetzt habe ich hier einen riesigen Liebeskummer und das ist eigentlich, also so unangenehm das auch ist, es ist ein sehr schöner Start für diese Klienten, weil zum Beispiel durch diesen Entzug durchgehen, ne? Also nicht, also dieses
also nicht mehr zurückgehen in die Beziehung und auch nicht eine neue komische Beziehung anzufangen, sondern wirklich zu sagen, so, jetzt bleibe ich mal für mich, jetzt gucke ich mir meine inneren Kindthemen an, jetzt gucke ich mir meine mangelnde Selbstliebe an, jetzt gucke ich mal an, warum ich keine Standards und Dealbreaker habe. Das ist eigentlich, wo ich immer so ansetze, ne? Und meistens fange ich an, mit Standards und Dealbreaker mal überhaupt zu definieren, also wieso ist das eigentlich alles passiert? Warum habe ich das nicht gesehen? Nicht, ne? Alle sind in deiner Terminologie, und da ich Standards und Dealbreaker sowieso liebe, ich mag das so gerne, dieses Thema, machen wir vielleicht einen kleinen Exkurs. Also erstmal haben wir jetzt verstanden, es geht um diese Selbsterkenntnis. Wo stehe ich? Warum mache ich mich zum Beispiel viel zu abhängig? Es sind ja oft die viel öfter in Beratung kommen, die sich abhängig fühlen, weil die sind diejenigen, die so leiden. Also es sind ja, den höchsten Leidensdruck haben ja die Abhängigen, die jemanden vergeblich hinterherrennen, die irgendwie nicht keinen Ausweg finden, keinen Exit finden, die sagen, ich weiß, was weiß ich, der Typ, der bringt mich noch um, der tut mir überhaupt nicht gut, aber ich kann nicht von ihm loslassen. Also da ist ja die größte Verzweiflung. Die Flüchtenden, die haben zwar auch Leidensdruck, aber der ist nicht so groß. Also bleiben wir mal vielleicht mal einen Moment bei dieser abhängigen Position, also wirklich sich zu erforschen, was mache ich da, warum tue ich das, auch mal die Sucht auszuhalten, also das Leiden einfach auch mal auszuhalten und nicht immer direkt dann sich ins Nächste zu stürzen oder so. Und dann war eine wichtige Frage an die Leidenden, warum hast du eigentlich keine Standards und keine Dealbreakers? Das heißt, warum hast du eigentlich keine richtigen Grenzen? Ja. Und jetzt erklär uns nochmal Standards und erklär uns mal Dealbreakers. Standards sind einfach Beziehungsziele, so, ne? Zum Beispiel, das können auch ganz einfache Sachen sein. Zum Beispiel, ich möchte, dass mein Partner pünktlich auf ein Date kommt, ne? Ich möchte, dass er sich entschuldigt. Ich möchte, dass wir zweimal im Monat Sex haben. Ich möchte, dass wir zusammen verreisen. Ich möchte, dass wir immer zusammen wohnen. Also all diese Sachen, das sind Beziehungsziele und die sind grundsätzlich verhandelbar, ne? Also die müssen jetzt nicht perfekt übereinstimmen. Wenn zum Beispiel jetzt mein Partner sagt, ich möchte, was weiß ich, nur einmal im halben Jahr Sex haben und ich komme daher und sage, ich möchte dreimal die Woche, dann muss man halt irgendwie überlegen, wie kommt man da weiter, was, glaube ich, ein großer Teil ist von Beziehungsarbeit, auch von Paararbeit, aber überhaupt sich erstmal klar zu machen, es gibt Ziele. Und ich habe auch irgendwie, also für mich selber, ein Interesse daran, diese Ziele auch umzusetzen und nicht immer nur darauf zu warten, dass der andere das macht aus Nettigkeit, weil ich bin ja auch so nett und vielleicht macht er das dann endlich, sondern dass ich wirklich auf den Tisch schauen kann und sagen, nee, das geht so nicht, das möchte ich gern anders haben. Ne? Und Dealbreaker sind Beziehungsziele, die nicht verhandelbar sind. Ne? Wenn man zum Beispiel, ist ja gerade viel in den Medien auf diese Beziehungen gucken, da von Johnny Depp und Amber Heard, also wo es dazu, wer auch immer was gemacht hat, aber offensichtlich zu Gewalt kommt und Drogenexzessen, also dass ich dann wirklich eine Liste habe, wo drauf steht, okay, wenn hier körperliche Übergriffe stattfinden, muss ich nicht mehr reden, muss ich nicht mehr verhandeln, dann packe ich meinen Koffer und gehe, dass ich also so Leinen einziehe, wo ich auf jeden Fall gehe. Die können natürlich auch schon viel früher sein, die können auch beim Dating sein. Ich kann zum Beispiel sagen, so wenn jemand ein Date nicht absagt, dann kommt erst nach einer Stunde, dann ist ein Dealbreaker, dann wird nicht weiter gedatet. Ne? Dass ich also schon frühzeitig, selbst wenn ich noch Gefühle habe oder ich den anderen irgendwie mag, dass ich sage, nee, aus Selbstliebe ziehe ich da jetzt eine absolute Grenze ein und die wird eingehalten, selbst wenn ich dann Liebeskummer habe. Und um das machen zu können, brauche ich eine gewisse Trennungskompetenz, ne? Weil ohne die kann ich es natürlich nicht umsetzen und die muss man sich dann halt nach und nach erarbeiten, indem man sich diese Glaubenssätze anguckt. Warte mal, Christian, ich würde gerade einen kurzen Einwurf machen. Und zwar, was ich sehr gut finde an dem Konzept der Standards und der Dealbreaker ist, dass die Kontrolle bei mir liegt. Also ich habe meine Standards definiert, ich habe meine Dealbreaker definiert. Und wenn der andere jetzt sagt, ey, diese Standards sind überhaupt nicht meine Standards, dann ist es ziemlich scheißegal, doch, ob der andere jetzt Bindungsangst hat oder mich nicht genügend liebt oder was auch immer. Dann sage ich einfach, okay, dann entspricht dann passt es einfach nicht zwischen uns. Ja? Dadurch kann man ja auch früher viel, viel klarer werden, dass man also sehr klar ist und deswegen auch einiges an Leid verhindern kann. Ne? Also, weil man gar nicht erst so tief verstrickt. Also, das glaube ich super gut. Weil Dinge früher eigentlich schon thematisiert werden.
Also es ist super gut, dass du das immer ansprichst, weil da verfängen sich ja viele Pluspole, wie ich die nenne, dann überlegen, wie hat der Partner Bindungsangst, ne? Und wenn er jetzt Bindungsangst hat, dann hat er eine Störung. Dann kommt wieder dieses Retterding rein. Wenn er eine Störung hat, dann kann ich ihn ja zur Therapie schicken oder kann ihm ja ein Buch schenken über Bindungsangst. Und dann fangen diese ganzen Sachen an oder kommen diese Fragen auf, hat er Bindungsangst oder interessiert er sich nicht für mich? Oder hat er ein Drogenproblem oder hat er Bindungsangst? Und dann mit diesem, wie du schon gerade sagtest, das ist das Elegante. Mit diesen Standards und Dealbreaker kann ich sagen, es ist egal. Also er erfüllt nicht meine Wünsche. Also natürlich suche ich das Gespräch. Offensichtlich ist da keine Bereitschaft, das zu ändern. Und dann ist es von meiner Seite, also dann lege ich das Koordinatensystem für in mich selber rein und entscheide für mich, nee, das möchte ich nicht, ne? Ja, genau. Genau, und was dahinter steckt, und das finde ich eben so wahnsinnig wichtig, auch zwischen dem, hat er jetzt Bindungsangst oder liebt er, steht er nicht genug auf mich, whatever, ist ja immer diese Frage Ja. eingebettet, genüge ich nicht, genüge ich nicht. Das ist ja die Frage, ne? Hat er Stimmt. eine Ja. Störung oder bin ich nicht schön genug für Ja, ihn? genau. So, Ja. und daran hängen sich ja viele ewig Ah, lange auf. unglaublich. Ja. Und da sind Frauen wirklich mehr gefährdet auch als Männer, sich in so eine abhängige Position zu begeben und dann zu kämpfen, weil sie ja die Kontrolle verloren haben über den anderen. Und natürlich auf der Ich genüge nicht Front zu kämpfen, indem man sich noch schöner macht, noch dünner wird, noch empathischer ist, noch weniger Erwartung stellt, also noch weniger, also sich noch mehr zurücknimmt, indem man halt dann eben alles versucht, um diese Kontrolle wiederherzustellen und auch sein Selbstwertgefühl letztlich zu retten. Und das ist ja ein Riesengrund oder ein riesen Wirkmechanismus, warum viele Menschen sich da auch so abhängig machen. Genau, man kriegt tatsächlich auch durch diese Standards und Dealbreaker die Kontrolle wieder zurück, ne? Weil wenn ich mich hinstelle und sage, du entsprichst leider nicht meinen Erwartungen, in dem Moment habe ich den Spieß umgedreht, ne? Und bin selber in einer machtvollen Position, wo der andere sich vielleicht mal überlegt, ob er sich nicht doch irgendwie mal ein bisschen mehr Mühe gibt, ne? Weil das ist ja dieses Verrückte, wenn ich mich noch schöner, noch mehr anstrengen, das löst ja beim anderen genau das Gegenteil aus, ne? Es löst ja nur aus, dass man noch mehr abgelehnt wird so in der Regel, ne? Also insofern ist das eine prima Art, ja, auch mal ein Spiel ein bisschen umzudrehen, wobei man es nicht deswegen macht, man macht es für sich selber definitiv, ne? Genau. Ja. Wie sind wir da Okay, jetzt also hingekommen? Auch nicht ne? mehr. Wie sind wir da jetzt hingekommen? Haben wir den Weg auch verloren Wie gerade? überstanden hast du Dealbreaker über Ja. die eigene Kontrolle und dieses, was ich immer, also nicht ich, das heißt ja so eine Psychologie gespiegeltes Selbstwertempfinden, dass man sich so abarbeitet an anderen, weil man im Grunde um sein Selbstwertgefühl kämpft und gar nicht so sehr um die andere Person, beziehungsweise man kämpft darum, Stimmt. Kontrolle wiederherzustellen. Und da ist ja auch etwas, was ja auch in deinen Vorträgen vorkommt auf YouTube, auch ein Hormon mit dran schuld, das ist ja Dopamin, Ja. weil der Kontrollverlust, also Dopamin wird ja immer als das Hormon bezeichnet, als das Glückshormon, aber es stimmt ja gar nicht. Dopamin ist im Grunde das Hormon, was ausgeschüttet wird, wenn ich etwas haben will, was außerhalb meiner Reichweite ist. Und außerhalb meiner Reichweite ist alles außerhalb von Armeslänge. Also alles, was ich unmittelbar greifen kann, ist innerhalb meiner Reichweite. Und ein Partner, der mir nicht sicher ist, ist außerhalb meiner Reichweite. So, er ist mir einfach nicht wirklich sicher. Und dann Ja. schüttet das wahnsinnig viel Dopamin aus. Das heißt, ich will diesen Partner unbedingt sichern. Ich will ihn unbedingt an mich binden. Und dieses Dopamin bewirkt natürlich auch so diese gierigen, geilen, leidenschaftlichen Gefühle, diese Sucht, diese Art Sucht. Genau. Und deswegen ist ja das Gehirn von Abhängigen auch völlig Dopamin verseucht. Und dieses Dopamin spiegelt ihnen halt eben diese große Liebe und diese große Ja, genau. Leidenschaft. Und dass diese Beziehung was ganz Einmaliges und ganz Besonderes wäre. Ja, das sind ja natürlich auch einfach hormonelle Trugschlüsse dann im Gehirn. Ja, ich finde das ganz spannend. Also ich frage mich da manchmal auch, ob es vielleicht auch, weiß ich nicht, genetische, neurologische Prädispositionen gibt, dass vielleicht manche da irgendwie anfälliger für sind. Aber ja, ich glaube, es hängt ganz viel mit Dopamin zusammen, weil man dann auch immer so dran gewöhnt ist an dieses Dopamin. Und hat dann plötzlich einen bindungssicheren Partner hat und hat auch das Gefühl, man ist gar nicht richtig verliebt. Also man kann das gar nicht so richtig einschätzen, welchen Wert das hat, dass in einer Beziehung auch mal einfach ruhig läuft oder auch mal in den Hintergrund treten kann. So.
Das ist, glaube ich, wo viele auch Schwierigkeiten mit haben, dass sie dann denken, nee, das knallt ja gar nicht so und scheppert und da ist jetzt irgendwas falsch oder so. Ja. Deswegen schlägst du ja auch bei toxischen Beziehungen, wenn man sich zu abhängig fühlt, auch diesen Entzug vor, dass dieses Ja. ganze Gehirn mal so runterfährt, ne? Ja, genau. Ja, das ist ja auch. Also ich habe auch mal gelesen von Ärzten, die da auch mal wirklich Hormonchecks gemacht haben nach toxischen Beziehungen. Das kann man wirklich auch belegen, dass diese ganzen Hormone wirklich völlig niedrig sind und zu niedrig sind und ja, und auch die ganzen Rezeptoren, da muss ja alles, muss ich erstmal wieder runterfahren, sonst kann man auch zum Beispiel ein normalen, ruhiges Paarleben, ja, kann man gar nicht wertschätzen, weil es einfach nicht dieses Krasse hat, ne? Dieses Intensive, ne? So, ja. Ja, Genau. total spannend. Ne? Also Ja, es ist ist mega ja eben immer dieses spannend. Drama und dieses Drama Drama, ist Drama. so intensiv und ach Gott, nee, aber es ist ja auch so wahnsinnig anstrengend, so wahnsinnig anstrengend. Also ich habe auch schon schwierige also Beziehungen erlebt, vor allen Dingen auch zum Beispiel eine mit einem ganz, ganz schizoiden Nähefüßler. Und ja, ich mich abgearbeitet habe. Also mit dem Wissen von heute hätte ich mich noch gar nicht so dran abgearbeitet. Hätte ich damals schon meine Bücher lesen können, aber die habe ich ja später geschrieben. Das hätte mir wahnsinnig geholfen, auch diese ganzen Dynamiken zu verstehen. Allein dieses Wissen, das mal zu durchschauen. Und das hätte mir total geholfen, um das auch viel, viel schneller zu entmystifizieren, weil diese Scheiß Mystifizierung, diese verfluchte Idealisierung, die ja eben auch durch dieses Dopamin mitgemacht wird, das ist ja dieses Hormon, weil Dopamin bewirkt, dass wir Dinge idealisieren, die außerhalb unserer Reichweite sind, weil Dopamin im Gehirn dafür da ist, dass wir die Welt erobern, ja, dass wir So Sachen spannend, haben ja. wollen, dass wir uns nehmen, was wir brauchen zum Leben. Dafür ist Dopamin da, dass wir sagen, das will ich, das ist mein Ziel, das will ich haben. Und das in der Ferne liegende muss idealisiert werden, sonst kriege ich keine Emotion, keine Schubkraft, es haben zu wollen. Ja. Ja, also es sind ganz primitive auch Mechanismen im Gehirn. Und wenn man das mal weiß, dann ist es ja auch viel leichter, sich mit diesen Gefühlen nicht so stark mehr zu identifizieren, ja, Ja, sondern sagt, genau. okay, da ist jetzt wieder mein Dopaminspeicher ist wieder am Feuern. Das hat nichts mit der großen Liebe zu tun. Das ist einfach eine chemische Trugschluss in meinem Gehirn. Ja, ich glaube auch, dass manche, also wenn ich jetzt so ein ganz klares Gefühl von meiner Identität habe, wer ich eigentlich bin, dann bin ich vielleicht nicht so gefährdet, aber viele Menschen haben das ja auch gar nicht aufgrund ihrer Kindheit, also oder vielleicht auch Menschen, die so ein bisschen Borderline-Anteile haben, die haben ja so eine innere Leere und da kann sich dieses Drama so wunderschön drüber setzen. Ne? Dann spüre ich mich, dann weiß ich, was ich will und dieses Dopamin. Und wenn das mal wieder rausgeht, dann ja, muss ich mich eben wieder mit mir selber auseinandersetzen. Ne? Und das ist halt nicht so schwierig. Aber was du jetzt gerade sagst, das ist genau, was ich eben meinte. Ne? Also wenn du jetzt diese Erfahrungen nicht gehabt hättest, dann würden wir heute nicht sitzen. Dann würden nicht, hättest du nicht die Bücher geschrieben, hättest so vielen Menschen geholfen. Und das ist das Geschenk des Universums an dich sozusagen, ne? Oder durch dich, ne? An andere Menschen. Ne? So sehe ich das halt. Ja, stimmt, aber das Gleiche gilt ja eigentlich auch für dich. Ne? Du hast dich ja auch, dein Motiv Ja, war ja stimmt. auch eine eigene Betroffenheit, ne? Ja, absolut. Ja, ich habe mich da auch nie auf den Weg gemacht. Klar, ich war vorher schon Paartherapeut, aber diese Abgründe von Beziehungen sind mir irgendwie vorher, sind mir gar nicht so aufgefallen, ne? Muss ich wirklich sagen. Ja. Ja, genau. Jetzt kommen wir mal zur fünften Dimension der Liebe. Was ist das? Ja, also 5D kann man so ganz in einem Satz zusammenfassen, wäre es so Liebe ohne oder mit wenig Ego, ne? Das heißt, also was heißt das zum Beispiel? Das kann zum Beispiel heißen, ja, dass man, nehmen wir mal, man ist zusammen mit einem Menschen und man sagt, ach du, ich glaube, nach reiflicher Überlegung, mein Weg geht woanders lang irgendwie. Ich glaube, ich wäre woanders glücklicher, dass dann eben nicht kein Riesendrama passiert oder der andere einen unter Druck setzt, sondern dass man wirklich, also beide in so einer Fülle sind, sonst geht das halt auch nicht. Also selber genug Liebe haben, sage ich mal, und dann einfach gemeinsam entscheiden können, ja, dann gehen wir jetzt einen anderen Weg oder vielleicht datest du jemand anders jetzt und ich gehe dann da lang. Also es gibt dieses ganze Also das Trara klingt von. ziemlich leidenschaftslos, Christian. Ja, Also finde ich entweder leidenschaftslos oder erleuchtet. Also auf jeden Fall in 5D wäre ich jetzt nicht.
wenn mein Mann jetzt sagen würde, ich habe jemand anders kennengelernt, das ist nichts mehr für mich, Ist ja eine dann Utopie. möchte ich dich mal sehen mit deiner Freundin, der Bezaubernden, ich kenne sie ja. Denkst du, ach ja, klar, geh du mal deiner Wege. Ehrlich, Christian, wärst du jetzt so Nee, also weit? ich wäre nicht so weit, aber das ist ja auch ein bisschen Utopie, ne, die ich da versuche auszulegen, wo ich denke, also ich stelle mir das schon ziemlich cool vor, wenn wir keine Spielchen mehr spielen müssen, wenn wir wirklich einfach alle gemeinsam überlegen können, was tut uns am besten, wo geht der Weg lang, wenn wir nicht in so einem Mangeldenken sind, also, aber muss jeder für sich wissen, aber ich genau, ich stelle mir das ziemlich spannenden Weg vor, tatsächlich, ja. Aber wo wir nicht sind, also ich würde jetzt auch nicht behaupten, dass ich da schon angekommen wäre. Das ist wirklich eine Utopie, die ich da ausgelegt habe, quasi, ne? Genau. Übrigens denke ich, dass auch da eine Menge Hormone eine Rolle spielen, weil so in den jüngeren Jahren hat man ja noch sehr viel Östrogen und sehr viel Testosteron, die Männer und die Frauen Östrogen und so weiter und so fort. Und das sind ja einfach auch die Sexualhormone. Und die sind ja da, damit man sich paart, dass man Leidenschaft hat, dass man das alles so empfindet. Da ist natürlich die Eifersucht auch sehr naheliegend, ja. Und je älter man wird, desto mehr rieseln diese Hormone ja runter. Und dann Hoffe baust du dich nicht. einfach. Mach keinen Scheiße. Doch, das ist so, das ist so. Das hat mir vorher auch keiner gesagt. So. Und dann geht ja die Libido, lässt einfach nach, ob man das jetzt haben will oder nicht. Damit natürlich aber auch eine gewisse Eifersucht. Also es hat auch seine Vorteile. Also daher kommt, glaube ich, auch viel diese Altersgelassenheit und Weisheit. Ja, dass einfach auch Hormone sich abbauen. Und das ist dann alles nicht mehr so leidenschaftlich im positiven Sinne, aber im negativen Sinne auch auch nicht so achterbahnmäßig und nicht Ach so krass. so, ja, Und also das Ego baut sich dadurch sowieso ein bisschen leichter ab. Und dann kann man viele Sachen auch wesentlich das gelassener stimmt. sehen. In Ja. jüngeren Jahren ist das, glaube ich, schwieriger, auch tatsächlich mit Hormonen bedingt, ne? Ja, in meinem Wording würde ich auch sagen, das Ego ist auch aktiver in jungen Jahren so. Und also mit einem Missverständnis wollte ich noch aufräumen. Das heißt natürlich nicht 5D, dass ich also 5D ist meine Idee auch, dass man eine komplette Freiheit hat, ne? Aber auch eine komplette Selbstverantwortung. Ne? Also wenn ich jetzt sage, ich will hier weiter Action haben und was weiß ich, hier eine Affäre, also wenn, dann muss es alles offen sein. Also 5D ist definitiv alles offen gelegt, nichts heimlich oder so. Aber wenn ich jetzt sage, ich möchte gern wechselnde Beziehungen führen mit viel Sexualität und so, ist das auch alles drin. Es ist nur dann offen kommuniziert, es ist irgendwie nicht heimlich und ich jammer dann auch nicht rum, wenn ich, keine Ahnung, wenn ich das andere nicht habe, so, ne? Sondern ich übernehme eine volle Verantwortung für meinen eigenen Lebensweg. Das muss aber nicht heißen, dass ich jetzt zwingend eine monogame Beziehung führe, so überhaupt nicht, ne? Ja. Also ich glaube, 5D ist weit weg. Ja. Verstehe, was du sagen willst. Ja. Ja, es ist also ein sehr, weil ich hatte einfach mal Lust, so ein Buch zu schreiben, was so die Grundlage von dem, was mir so im Kopf rumgeht, mal auf so eine breite Basis stellt, wo man dann vielleicht wieder ins Detail gehen kann. Aber das war mir einfach mal wichtig, genau. Hast du kein was? Hast du einen Kisselhusten? Nee, ich habe irgendwie was verschluckt, ey. Ich weiß Das kenne ich. Kommt doch wieder Geht's diese dir? Allergiezeit. Ja, geht. Alles gut. Ja. Okay, ganz persönlich, wo stehst du denn so? Zwischen 4D, 5D, also wo würdest du dich denn im Moment persönlich verorten? Also ich glaube jetzt nicht, dass ich in 5D angekommen bin, aber dass ich so einige 4D-Kämpfe hinter mir gelassen habe, glaube ich schon. Also ich habe eine Gelassenheit, wie ich die früher nicht hatte. Und also merkst du, ich verwickle mich auch gar nicht mehr so in Dramen, wenn irgendjemand komisch ist. Dann finde ich zwar manchmal noch schade und aber da merke ich schon, boah, ich habe gar keine Lust mehr darauf einzusteigen. Ich lasse sie dann einfach und will auch nicht diese ganzen Ego-Kämpfe gar nicht mehr führen. Also ich fokussiere mich wirklich auf meine Blase, dass ich dann ein Leben führen kann mit meiner Partnerin und mir oder meinen Freunden, also eine eigene Blase zu erschaffen, wo ich wirklich
ja, was ich immer sage, nice, geiles Leben leben kann. Und ja, ich glaube, ich habe da einen ganz guten Abschnitt gegangen, so würde ich mal sagen. Aber angekommen bin ich noch nicht, würde ich auch sagen, tatsächlich. Ja, aber ich finde halt, ein großer Teil dieser Gelassenheit bestimmt eben auch, also wenn man es beschaut, dass man so einen ganz guten Blick dafür hat, welcher Anteil gehört eigentlich zu mir und welcher gehört zu dir. Ja, Und genau. Menschen, die sich schnell verstricken, nehmen immer alles zu sich. Sie denken immer, sie sind schuld, dass der andere komisch ist, sie genügt nicht. Ja. Also die nehmen immer alles sehr stark zu sich und versuchen dann zu kämpfen, um den anderen wieder von sich zu überzeugen. Und nicht nur in Liebesbeziehungen, auch in anderen Beziehungen. Und wieder irgendwie alles richtig zu machen, alle Erwartungen zu erfüllen. Oder sie sind über die Maßen abgegrenzt, sagen, ich scheiße sowieso auf euch alle. Das sind dann eher diese Minuspol-Typen, also eher die Näheflüchter, die aber auch ständig anecken und einfach auch nie zu einer wirklich nahen Liebesbeziehung kommen. Und ganz wichtig ist eben, dass man eben, denke ich, das unterscheiden kann, welcher Anteil gehört wirklich zu mir und welchen Anteil lasse ich immer, welchen Anteil lasse ich lieber bei dir? Ich sehe, hier sind eine Menge Fragen nebenbei, die wir natürlich nicht immer alle beantworten können, weil das auch so den Redefluss stört. Was sagst du zu der Frage, gehört Sex zu einer guten Beziehung dazu? Ja, das muss halt jeder für sich definieren. Also für mich wäre es auf jeden Fall so, aber klar, das kann man sicherlich nicht. Es gibt ja auch Beziehungen, wo es vielleicht Sex aus körperlichen Gründen gar nicht möglich ist oder so, aber zu einer Liebesbeziehung, solange wir körperlich in der Lage sind, gehört das dazu, finde ich. Sonst ist es eine Freundschaft, ne? Aus meiner Sicht. Ne? Klar, wir sind. Also das ist aber auch, was ich auch mal geschrieben habe am Anfang. Also mir geht es auch wirklich um diese körperliche Liebe hier auf dem Planeten. Das ist eben auch was ganz Körperliches. Das ist eben mit diesen Hormonen und das ist eben auch das Besondere. Und dazu gehört Sex definitiv dazu, ne? Würde ich schon sagen. Klar, ist nicht alles, aber ein Teil, ne? Ja. Weil ich auch da denke, es ist wirklich ein bisschen altersgemäß zu beantworten. Ja, ne? Also, absolut. Ja, ich viele Ehepaare einfach in höheren Lebensjahren, die haben jetzt keinen Sex mehr und die haben eine tolle Liebesbeziehung, weil der Sex in höheren Lebensjahren einfach nicht mehr so die wahnsinnig wichtige Rolle spielt. Ja, vielleicht haben die noch einmal im Jahr Sex oder kuscheln oder streicheln sich. Also das kann ja ein weiterer Begriff sein. Ne? Ich sage erotische Handlung, das muss ja nicht immer... Gut. Das gehört dazu. Ja. Ich finde, wir haben auch oft so, in jüngeren Jahren ist alles ziemlich Oversex zum Teil und wenn du älter wirst, so oft auch so ein Sexdruck, der viele dann auch stresst. Da müssen wir jetzt dauernd Sex haben oder so. Aber ich habe da gar nicht so einen Bock drauf und es geht auch so gut. Und ja, das ist auch so ein Druck irgendwie. Ne? Und was ja auch ein Problem ist, was ja wirklich ein Problem ist und was ich auch schwierig finde, das zu lösen, dass sich gut kennen und Sicherheit und Leidenschaft nicht gut unter einen Hut passen. Also Sicherheit und Leidenschaft, das hast du auch in Wahnsinn, jungen Jahren. Wahnsinn, warum hat die Natur das so eingerichtet? Wirklich. Echt ein Problem, wenn du dich wirklich kennst und du hast zueinander gefunden und du fühlst dich dem anderen auch sicher. Das hat immer einen negativen Einfluss auf die Leidenschaft. Das kann man sich gar keinem vormachen. Das ist einfach so. Also irgendwo ist die Decke, dann zieht die Decke immer ein bisschen mehr als auf der anderen Seite. Das stimmt. Ja, das ist wirklich die hohe Kunst, dass so gut wie es geht, ich glaube, perfekt ist das vielleicht nicht möglich, irgendwie einen Weg zu finden, genau. Ja, klar. Aber das wäre jetzt ein anderes Thema. Wie kann man das erhalten? Auch eine spannende Frage so für Paartherapien auf jeden Fall. Ja. Okay, Christian, unsere Zeit läuft dem Ende zu. Gibt es noch irgendwas, was du gerne mitgeben würdest? Nee, super Gespräch. Vielen Dank dafür. Ich glaube, wir haben genau, das Buch ist noch spiritueller, als wir es hier angedeutet haben. Aber ich habe es damit versucht, wirklich genau, dass man auch immer noch den psychologischen Weg sieht. Und genau. Aber sonst haben die wir neue Dimension der Liebe von Christian Hemschenmeier. Das Video wird selbstverständlich gespeichert. Ihr könnt das jederzeit und noch lange nachgucken. Und dir, Christian, vielen, vielen Dank fürs Dabeisein und für deine tollen Ausführungen. Und allen euch da draußen, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und euch die Zeit genommen habt. Und dann bis ganz bald wieder und macht euch einen schönen Abend noch. Ja, danke für die Einladung. Tschüss. Gerne. Tschüss.